Willkommen zum Disassembly-Video zur VFC KAC PDW. Im Folgenden werde ich schrittweise erklären, wie ihr das Ding bis auf die Gearbox zerlegen könnt. So, Schritt 1. Ihr entnehmt den Upper vom Lower Body ab. Dazu löst ihr den vorderen Pin. Und dann mit etwas Druck geht der Upper Body vom Lower am besten oben am Ladebügel ein bisschen drücken. Dann sind da Kabel drunter. Auf die müsst ihr ein bisschen achten. Da sind zwei 2 mm Rundstecker. Die müsst ihr natürlich trennen, bevor ihr alles auseinanderreißt am besten. So, und dann könnt ihr den kompletten Upper abnehmen. So, wenn man eine normale M4 gewöhnt ist, haut man jetzt erstmal auf den hinteren Bodypin. Das ist falsch, tut es bitte nicht. Denn der hintere Bodypin ist leider nur ein Fake-Pin. Und dahinter befindet sich gar kein echter Pin. So, der nächste Schritt ist es, den Bolt-Catch zu lösen. Dazu nehmen wir als erstes den Haltebolzen vom Bolt-Catch raus. Den kann man einfach zur Seite rausdrücken, der hat so einen kleinen Gummiring als Sicherung. So, am besten alles gut wegpacken, ich habe dafür eine Magnetschale. So, auf der anderen Seite sieht man jetzt neben der Gearbox, denn jetzt ist der Bolt-Catch nämlich noch fest, einen kleinen gusseisernen Bügel, den kann man runterdrücken und dann ist der Bolt-Catch locker genug, um ihn rauszunehmen. Das muss man allerdings Druck halten und dann kann man ihn rausnehmen. So. Da der Magazin-Release an der Gearbox festhängt, müssen wir den auch lösen. Das ist dann Schritt 3. Dazu drücken wir den Magazin-Release ganz rein und verdrehen ihn ein bisschen, sodass er festhängt. Ungefähr so. Dann drehen wir das ganze Ding um, denn die Teile sind einfach aneinander geschraubt. Und wir drehen jetzt im Uhrzeigersinn den Mag-Release auf der anderen Seite lose. Das kann bei der ersten und zweiten Umdrehung etwas Kraft erfordern. Auf der anderen Seite kann man jetzt schon sehen, dass sich die Schraube langsam aus dem Mag-Release rausdreht. So, drehen wir das Ganze mal lose, bisschen verschnellert, bla bla bla, zack, raus. Als nächstes nutzen wir einen dünnen Schraubendreher, damit uns das Ganze nicht entgegenfliegt. Da ist ja immer eine Feder hinter. Und damit ist der Mag-Release auch schon entfernt. Auf der rechten Seite des Bodies befindet sich eine dreieckige Metallplatte, diese hier. Die kann man entfernen, indem man die einfach ein Stück nach links verschiebt. So, dann wird sie lose, fällt einem entgegen. Man macht am besten nicht das, was ich gemacht habe, denn dann kriegt man Kratzer im Body. Und jetzt fällt der Pin von selbst raus. Da ist er. Der kommt an dieser Stelle nachher wieder beim Reassembly in die Gearbox. Schritt 5. Wir müssen die Feuerwehrhebel loswerden. Dazu schrauben wir die los mit einem Sechskantschlüssel. Hinter dem rechten Feuerwehrhebel befindet sich keine Kugel. Da können wir einfach losschrauben. Hinter dem linken Feuerwehrhebel, an dem ich jetzt arbeite, befindet sich eine von diesen kleinen nervigen Kugeln. Die ist nicht mal magnetisch. Ihr findet die also auch nicht mit einem guten Magneten auf eurem Fußboden oder hinter euren Schränken wieder. Seid bitte vorsichtig, damit ihr dieses kleine Mistding da nicht verliert. Das kleine silberne hier. Jetzt irgendwie rauskriegen. Das dauert bei mir ein bisschen, mehrere Fehlversuche, zack, 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 bla bla bla.
Ab damit in die sichere Schale. So, jetzt nochmal. In dieser Schale, ihr seht das, rollt die Kugel einfach so rum. Das Ding ist nicht magnetisch. So, jetzt das Übliche bei M4-Modellen. Ihr müsst den Motor, die Motorplatte und den Motorgriff entfernen. Dazu einmal zack die beiden Schrauben raus. Motorplatte runter. Es ist kein nerviges kleines Plättchen drunter, wie das bei einigen anderen Modellen der Fall ist. So, und dann jetzt vorsichtig die Kontakte ab. Die brechen sehr schnell, wenn man die öfter mal belastet. Deswegen wirklich vorsichtig abnehmen, bitte. Und dann den Motor rausnehmen. In meinem Fall ist jetzt die Motorfeder nicht mit rausgekommen, die normalerweise auf der Welle sitzt. Das macht aber nichts an die Schrauben, die im Motorgriff sitzen, kommen wir auch so ran. So, jetzt müssen die Schrauben aus dem Motorgriff raus, die den Motorgriff mit der Gearbox verbinden. Das ist immer so ein bisschen knifflige Sache. Man braucht einen langen Schraubendreher, entsprechend wahrscheinlich eine Lampe, damit man die auch findet. Und in unserem Fall sind das auch wieder Sechskantschrauben. Nachdem ich jetzt also eine Weile mit der ganzen Sache gekämpft habe, kann man den Motorgriff lösen. So, zuerst mal schüttelt ihr die Schrauben raus, die fallen euch sowieso entgegen und die Feder vom Motor, die ich ja noch nicht raus hatte, ist jetzt auch draußen. So. Da ist die letzte Schraube. Jetzt haben wir die beiden Schrauben, die sind gleich lang und die Feder. So, als nächstes versucht ihr diese Kabel mit wiederum möglichst wenig Gewaltanwendung durch die viel zu engen Schlitze zu kriegen, die VFC in diesen Motorgriff geschnitten hat. Wie gesagt, Flachstecker so wenig wie möglich biegen. Mit geringstmöglicher Gewaltanwendung sind jetzt also die Kabel raus. Fertig. Die Gearbox liegt jetzt lose im Body. Das heißt, ihr könnt sie vorsichtig rausnehmen. Es hängen vier Zahnräder an der Gearbox, die für den beidseitigen Feuerwehrhebel verantwortlich sind. Und die wollt ihr nach Möglichkeit weder verschieben noch verlieren, damit ihr nachher wieder zuordnen könnt, wo die Dinger mal gesessen haben. Und dann vorsichtig zur Seite legen. Die sind beide nur gesteckt von dieser Seite. Das heißt, ihr könnt die einfach rausnehmen. Mit Handschuhen gar nicht so einfach. Nummer 1. So, darunter seht ihr so ein bisschen weißes Zeug. Das ist, weil ich die mit Schmierfett ein bisschen fixiert habe, damit sie mir nicht gleich wieder von der Gearbox fallen, wenn ich versuche, die Gearbox in den Body zurückzulegen. Ich habe die Knarre ja schon einmal auseinandergenommen. Auf der rechten Gearbox-Seite, auf die ihr euch gerade befindet, befindet sich auch der Mechanismus für den Bolt-Catch. Den drückt ihr einfach ein Stück runter. Dann löst er sich. Darunter befindet sich ein der Gearbox-Schrauben. Deswegen müsst ihr den lösen. So, jetzt auf der Rückseite die beiden anderen Zahnräder abnehmen. Eins reicht eigentlich. Das andere hängt sowieso in der Selector Plate drin. Ihr seht wieder mein weißes Schmierfett. So, jetzt kommt der langweilige Teil. Ihr entfernt haufenweise Schrauben an der Gearbox. Ihr könntet auch vorher die Feder entnehmen, weil wir ja ein Federschnellwechselsystem haben. Ich mache es danach. Es ist eigentlich völlig egal. Wenn ihr ganz auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt erst die Feder raus. So, die Feder findet ihr auf der Rückseite der Gearbox. Dazu braucht ihr einen großen Sechskant. Da kommt da rein und dann wird die Feder durch eine halbe Drehung gelöst. So, zack, raus mit dem Ding und fertig. Jetzt trennt ihr die beiden Gearbox-Shell-Hälften voneinander. Ich nehme dazu immer einen Schraubendreher und hebel so ein ganz kleines bisschen hinten, wo die Feder ist, die beiden Hälften auseinander. Bei mir klemmt jetzt so ein kleines bisschen das eine Zahnrad. Das drücke ich mit dem Schraubendreher runter und jetzt kann ich die Gearbox öffnen. Bei mir sind jetzt ein paar Innereien ein bisschen lose, weil noch ein bisschen Spannung auf der Tablet Plate war und ja das Sector Gear festgeklemmt hat.
So sieht es aus, wenn die Gearbox perfekt auseinandergenommen werden konnte. So sieht die andere Seite aus. Ihr seht das hauseigene Schmierfett von VFC. So, ich nehme jetzt noch ein paar Teile raus. Zunächst mal das Bevel Gear. Dahinter kann man jetzt erkennen, dass man durch eine Aussparung in der Gearbox den Anti-Reversal Latch hätte ziehen können, um damit auch noch das letzte bisschen Spannung von der Tablet Plate zu nehmen. Die Tablet Plate nehmen wir jetzt als nächstes raus, dazu lösen wir hier die Feder, zack, Tablet Plate samt Zylinder, Pisten und dem ganzen Kladderadatsch raus. So, dann können wir nochmal eben das Sector Gear entfernen, das Spur Gear entfernen. Jetzt liegt die Gearbox mehr oder weniger entkernt vor uns. Die wichtigsten Teile sind raus und ich fange an dieser Stelle an, alles wieder zusammenzusetzen. Weiter geht es also mit meinem Reassembly-Video. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung.